arbeiten. Liebe Gäste, sehr verehrter Jacques Beau, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind und großen Dank dafür, dass Sie Interesse an dieser Veranstaltung, an seinem Vortrag und an der Diskussion haben. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Das ist ja ein besonders gutes Gefühl, wenn man so in der Südwest-Ecke Deutschlands lebt und eine Veranstaltung dort macht, dass dann so viele Menschen interessiert sind, an einem solchen Gespräch teilzunehmen. Das hat was mit viel mit dem Referenten zu tun. Herr Wo, vielen Dank. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass die Zeiten so sind, dass wir großen Bedarf daran haben, uns untereinander auszutauschen. Weil wir, zumindest gilt es für viele, ich kenne, oft ratlos sind. Wir wundern uns über eine Veränderung. Da ich schon sehr alt bin, kann ich das wirklich zurückblicken auf meine Kindheit und Jugend, dass man Kriege noch führen könne. Und dass man für Kriege eintreten würde und dass man Waffen liefern würde und dass man begeistert oder irgendwie drängend für Waffenlieferungen eintritt, das hätten wir uns in unserer Jugend damals, als wir für die Kriegsdienstverweigerung in Deutschland waren, nicht gedacht. Gegen den Krieg waren sogar die anderen. Und wir müssen uns jetzt daran gewöhnen, dass Kriege wieder führbar werden. Und dass das ganze Wissen darum, wie schrecklich das ist und dass es zu keinem guten Ende führt, dass dieses Wissen verschwunden ist. Genauso ist es mit der Demokratie. Da wird immer gesagt, wir leben in einer, aber wenn ich mir so die einfachen Sachen vorstelle, dass Veranstaltungen mit Ulrike Gero, die auch mal beim Bleisweiler Gespräch war vor kurzem, dass solche Veranstaltungen abgesagt werden, weil sie nicht in den Kram passt. Das hat sogar Jan Daniele Ganser, von dem kennen wir das auch, der analysiert halt die Kriege und das schmeckt nicht. Und dann verweigert man ihm eine Halle. Das ist eine Erosion des demokratischen Zusammenlebens, dass man sich das eigentlich so nicht hätte vorstellen können. Und deshalb wir erleben das ja selbst bei den Nachdenkseiten. Hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass man uns die Gemeinnützigkeit aberkennt. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man sich weigert, Florian Warwick in die Bundespressekonferenz aufzunehmen. Das sind wirklich markante Zeichen des Verlustes der Substanz demokratischer Verhältnisse. Es gibt immer weniger Toleranz und das ist ganz schrecklich. Unser heutiger Gast und Impulsgeber Jacques Beau entspricht ziemlich genau dem, was die Bleisweiler Gespräche seit gut 35 Jahren, so lange gibt es die Bleisweiler Gespräche schon, wir haben jetzt auch das 36., was wir so vor damals uns ausgedacht haben, was man bräuchte, nämlich Impulse zur öffentlichen Debatte zu geben, die nicht normal beachtet werden. Und das ist genau das, was Sie auch heute vermutlich uns leisten. Und das ist auch das Anliegen der Nachdenkseiten. Mit dieser kritischen Internetseite versuchen wir nun seit 20 Jahren, den Stachel im Fleisch der unkritischen und gezielten Manipulation zu liefern und darzustellen. Wir stellen Fragen und wir zweifeln und wir hinterfragen
wo andere und die große Mehrheit der Meinungsmacher nicht machen und eben nicht mehr offen diskutieren. Unser Referent. Unser Referent hinterfragt das gängige verkürzte Denken und Analysieren zum Krieg in der Ukraine. Er hinterfragt die Kriegsbereitschaft. Heute könnte man sogar, habe ich schon erwähnt, von Kriegsbegeisterung sprechen. Wir müssen und wollen auch mit dem heutigen Gespräch gegen diese gefährlichen Entwicklungen angehen. Jacques Bohl leistet einen großen Beitrag zu der notwendigen Aufklärung. Deshalb haben wir ihn eingeladen und deshalb sind wir gespannt darauf, was er uns sagen wird. Jacques Bohl hat für den Schweizer Strategischen Nachrichtendienst, die NATO und die Vereinten Nationen gearbeitet. Mit seinem neuen Buch »Putin, Herr des Geschehens« liefert er auf der Grundlage von Dokumenten, die hauptsächlich von den USA, der Ukraine, der russischen Opposition und internationalen Organisationen, also nicht aus dem Kreml hauptsächlich stammen, einen sachlichen Blick auf die Realität, eröffnet die Tür für eine unvoreingenommene Einschätzung des Krieges in der Ukraine. Jacques Bohl hat einen Master in Ökonometrie und ein abgeschlossenes Nachdiplomstudium in internationaler Sicherheit und internationalen Beziehungen. Er arbeitete als für die Ostblockstaaten und den Warschauer Pakt zuständiger Analyst für den Schweizer Strategischen Nachrichtendienst. Diese nachrichtendienstliche Erfahrung ist übrigens ein Novum für die Bleisweiler Gespräche. Wir sind sonst nicht so nahe dran an Geheimdiensten und deshalb freue ich mich besonders, dass wir diese Innovation heute mal leisten können, dass wir jemand aus diesem Milieu bei uns haben. Denn wir erfahren, dass quasi alle Konflikte etwas mit der Tätigkeit von Geheimdiensten zu tun haben. Jedenfalls haben die ihre Finger meist mit im Spiel. Und ich denke, dass ich da nicht übertreibe, wenn ich das behaupte. Die Nachrichtendienste stützen die militärischen Auseinandersetzungen, statt sie zu verhindern. Das ist auch eine bittere Erfahrung. Ich hatte ja eingeladen, auch mit dem Hinweis darauf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachdenkseiten hier sein werden. Und da viele von Ihnen Nachdenkseitenleser sind und sicher auch gerne wissen möchten, wer diese Leute sind, haben wir gedacht, es ist ganz gut, die kommen mal hier rauf und ich stelle sie Ihnen vor. Danke vielmals für diesen besonderen Applaus, der da im Hintergrund steht mit der Brille auf. Und ich mache es nach dem Alphabet, aber das hat jetzt noch dazu den Vorteil, dass Lars Bauer, sei so nett, redet jeweils vor. Lars Bauer ist der Webmaster der Nachdenkseiten und er und meine damalige verstorbene Frau Anke, wir saßen vor genau 20 Jahren bei uns im Hof und haben dieses Projekt besprochen, geplant, durchdekliniert und seitdem ist er mit dabei und betreut eben das oder sorgt dafür, dass das, was die anderen schreiben, auch wirklich ins Netz kommt. Ja. Alphabet ist dann im weiteren Verlauf auch noch sehr gnädig. Der nächste ist Jens Berger. Das ist der Chefredakteur. Sozusagen die Hauptstütze. Dann nach dem Alphabet die Alexandra Goldbrunner. Applaus
Sie ist einer der beiden vertonenden Menschen und sie betreut unsere Mails, was sehr wichtig ist, damit Sie, wenn Sie uns schreiben, auch eine Antwort kriegen. Das ist manchmal sehr schwierig, weil es sehr viel Arbeit ist. Dankeschön, Alexander. Dann der Christian Goldbrunner. Der kümmert sich um die Videohinweise. Dann Lutz Hausstein, er lektoriert und schreibt öfter mal auch Artikel. Ja, und dann einer unserer wichtigen Redakteure ist der Tobias Riegel. Annette Sorg betreut die Gesprächskreise und stützt ansonsten noch Tag aus, Tag ein. Florian Warwick gehört. Ich habe das schon erwähnt. Er gehört zur Redaktion und kämpft zurzeit um die Aufnahme in die Bundespressekonferenz. Und Carsten Weikamp, der ist seit langer Zeit mit dabei und eine ganz große Stütze unseres Unternehmens, kann ich ja nicht sagen, unseres Projektes. Moritz Müller ist unser Korrespondent in Irland. Und Moritz kümmert sich besonders auch um die Hilfe für Assange. Ja, so viel zu der Redaktion. Wer die Nachdenkzeiten liest, wird mir abnehmen, dass wir produktiv zusammenarbeiten. Und man kann auch sagen, dass wir das nahezu ohne Konflikte machen. Und das merken Sie dann auch im Ergebnis. Vielen Dank. So. Lieber Herr Bo, jetzt sind Sie an der Reihe. Wir freuen uns. Zuerst muss ich mich auch für etwas entschuldigen, das ist für meine Sprache. mein Deutsch ist eine Mischung von Schweizerdeutsch, Französisch, Englisch, ein bisschen alles. In Europa, man nennt das Esperanto. Bei mir, das ist hier Desesperanto. Also, ich möchte Herr Müller herzlich danken für die Gelegenheit, die er mir gegeben hat, heute hier mit Ihnen ein paar Gedanken zu teilen bezüglich Ukraine. Ich habe hier in dieser Präsentation ungefähr 300 Folien, aber ich werde nicht alles zeigen. Ich werde mich konzentrieren auf die Elemente, die zu der Intervention von Russland geführt haben. Und nachher, Sie können natürlich jede Frage stellen über alle Elemente dieser Krise. Ich bin vorbereitet, um alles zu beantworten. Ich werde oder meine Präsentation ist auch gemacht mit der Kultur, der Arbeitskultur eines Nachrichtendienstlers. Das heißt, ich möchte nur mit Fakten arbeiten. Es gibt keine. Ich versuche nicht, ein Gut oder ein Böse zu definieren. Es geht nicht um das. Und es ist wichtig, dass Sie als Message am Schluss der Präsentation mit sich halten. Es geht nicht um das. Es geht zurück an den Fakten, weil was ich beobachtet habe, wie viele übrigens,
ist, dass in dieser Krise, wie viele andere Krisen heutzutage, werden sehr viele Fakten vergessen. Und ohne alle Fakten zu kennen, kann man nicht eine Krise sauber beurteilen. Und ich glaube, das ist das Hauptmotto, der meine Gedanken führt, oder? Von der Art und Weise, wie wir eine Krise verstehen, hängt die Art und Weise ab, wie wir diese Krise lösen. Wenn man die Krise falsch versteht, dann die wird falsch gelöst. Und das ist genau, was wir heute bezüglich Ukraine merken. Und das ist sehr wichtig, weil diese Fehlüberlegungen, Fehlinformationen, Desinformation, Missinformation, Sie können alle verschiedene Wörter, die haben Konsequenzen. Leute sterben wegen das. Und das ist nicht meine Erfindung, das ist kürzlich auf dem sozialen Netzwerk gekommen, dass Ukraine-Kriegsgefangene in der jetzigen Gegenoffensive, das war auf Telegram vor ein paar Tagen, ein Kriegsgefangener hat gesagt, man hat uns gesagt, dass die Russen sind schwach, die haben schlechte Führung, die haben keine Munition mehr, keine Waffen. Und so, wir sind ganz zuversichtlich, wir sind gegangen da. Und wir haben gemerkt, das ist nicht der Fall. Die Russen sind zwar sehr gut organisiert, sehr gut bewaffnet, die haben mehr Waffen als die Ukrainer und so weiter und so fort. So, man hat im Prinzip, man hat diese Soldaten betrogen. Einfach. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir immer im Sinn haben, wenn wir von Information reden. Die Information hier, wir leben Deutschland, ich lebe in Belgien, obwohl Schweizer, aber Schweizer ist auch ein wunderschönes Land, Heidi und die Postkarte und alles. Aber alles die Informationen, die haben, das sind nur intellektuelle Gedanken und so weiter. Man schreitet, das ist für Putin und so weiter. Aber in der Wirklichkeit, das hat Auswirkungen und das muss man immer im Sinn haben. Und vielleicht, um das zu verdeutlichen. Das ist jetzt eine Statistik, die ist vor einer Woche in Ukraine veröffentlicht worden. Das ist eine Statistik der Kiew-Institut, Internationales Institut für Soziologie. So, nicht Kreml, nicht Putin. Und Sie sehen da in dieser ich weiß nicht, ob das funktioniert, sonst kann ich mit dem machen. Hier. Sie sehen hier, 63% der Leute kennen mindestens 3 Personen, die gestorben sind in Ukraine. 63% der Leute kennen mindestens 3 Personen, die gestorben sind. Und nochmals, das ist die genaue Zahlen kennen wir nicht, weil das wird weder von der Ukraine noch von der Russen veröffentlicht. Aber das zeigt, was in unseren Medien steht, es gibt keine Verluste, oder? Ukraine hat keine Verluste, nur die Russen haben Verluste. Und da wir die Russen hassen, dann ist alles gut. Aber das Problem ist vielleicht nicht genauso. Und vermutlich sogar umgekehrt. Aber das ist jetzt eine andere Frage. Wichtig ist zu wissen, dass die Leute sterben. Und deshalb, vor allem wenn man nicht, ich bin Schweizer, ich habe den Privileg, nicht in der Krise zu sein, sondern außer der Krise zu sein. Und das ist ein Privileg, weil das gibt uns nicht nur den Recht, sondern wir müssen die Krise so objektiv, so parteilos zu beurteilen, um dann die beiden Kriegsparteien helfen oder mindestens helfen, nicht um Krieg zu machen, sondern um Frieden zu machen. Und das scheint mir Applaus
scheint mir extrem wichtig. Wenn, das ist nicht das erste Mal, dass ich das sage, in der Schweiz, ein Journalist hat mir sogar, das sogar gesagt, dass ich bin von Putin bezahlt. So, das ist so. Eben, man muss da die wichtigen Elemente schauen. Dann, das ist nur jetzt der Umfeld des, oder die Grundelemente für diese Präsentation. Aber jetzt gehen wir in der Substanz ein bisschen. Es gibt verschiedene Elemente. Jeder versucht diese Krise mit seiner eigenen, mit seinem eigenen Verständnis zu verstehen, mit seinen Kenntnissen und so weiter. Jeder hat sein Verständnis des Krieges, aber es gibt Elemente, die objektiv sind. Und ich werde zurück an diese objektiven Elemente zurückkommen. Das Erste, man sagt, Russland kämpft gegen NATO. Das ist nicht genau so eigentlich. Die Krise in Ukraine ist ein Kampf zwischen, ich würde sagen, ganz grob gesagt, zwischen USA und Russland. Und das Element in den USA, das grundlegende doktrinelle Element, der das unterstützt, ist die sogenannte Wolfowitz-Doktrin. Die Wolfowitz-Doktrin ist ein Gedankengerüst, der am Anfang der 90er Jahre erschienen ist, nach dem ersten Golfkrieg, als Sowjetunion verschwunden war, als USA waren die Helden des Golfkrieges und Wolfowitz, der Vizesekretär für die Verteidigung war, hat diese Gedanke gehabt, dass spezifisch an diesem Moment hatte USA ein enormes Vorrang oder eine Suprematie sozusagen gegenüber dem Rest der Welt. Und USA sollte diesen Vorteil versuchen zu behalten. Und das beinhaltet auch, andere Konkurrenten niederzuhalten. Das war der Skandal dieser Doktrin, weil er hat auch erwähnt, dass die USA sollten vermeiden, dass eine europäische Verteidigung entsteht, weil das würde eine Konkurrenz bilden. So, das heißt, das war wirklich, man muss den Kopf der Konkurrenten tief halten, weil, und die Amerikaner hoch bleiben. Und dieses Element ist auch sichtbar, in was Joe Biden in seiner ersten Rede über den Stand der Union im März 2021 gesagt hat, der Rest der Welt kommt immer näher, und zwar schnell, und wir können das nicht erlauben, dass es so weitergeht. Und das ist genau eine Darstellung dieser Wolfowitz-Doktrin. Man muss alles Wettbewerb niederhalten, und das gilt für China, das gilt für Indien, das gilt natürlich auch für Russland. Und es gibt eine Doktrin dazu. Und diese Doktrin wurde geschrieben bezüglich Russland im April 2019. Und das wurde von der RAND Corporation geschrieben. RAND Corporation ist ein Think Tank, der Ende des Zweiten Weltkriegs geschaffen worden ist, um die Nuklearstrategie der USA zu eruieren und entwickeln. Damals, das war ein neues Thema, und seitdem ist die RAND Corporation, das, man könnte fast sagen, das offizielle Think Tank des Pentagons. Und da, es gibt einen interessanten Ausschnitt, ich habe das so geschrieben, im Gelb ist hier, das ist so geschrieben. Und wenn Sie das lesen, Sie merken, das sind alle Elemente, die man heute in der Presse sieht, oder? Lieferung letaler Waffen an die Ukraine, Unterstützung der syrischen Rebellen, Forderung eines Regimewechsels in Belarus,
Ausnutzung armenischer und aserbaidschanischer Spannungen, Isolierung Transnistriens, Intensivierung der Beziehungen der NATO zu Schweden und Finnland. Das ist genau, was wir erleben. Und der letzte Satz wird nächste Woche im NATO-Gipfel noch bestätigt werden. So, das heißt, diese Strategie ist nicht nur eine Vision, das ist etwas sehr real. Und diese Strategie, das ist ein Dokument, der ungefähr 300 Seiten enthält, da wird die Problematik Ukraine im Detail beschrieben. Und alles, was wir sehen in Ukraine, wurde damals schon geschrieben. Aber was sagt auch diese Strategie, ist, dass, wenn man das anwendet, das wird für Ukraine Menschenverlust, Territorial- und Menschenverluste verursachen, Flüchtlingsströmen führen. Und das wird sogar die Ukraine zu einem benachteiligten Frieden führen. Das ist genau, was wir heute erleben. Das heißt, alles, was man, die Strategie, die in April 2019 eruiert worden, hatte Nachteile, die man völlig kannte, als man diese Strategie umgesetzt hatte. Und das ist ziemlich befürchtend, ja, tragisch sozusagen. Das zweite Element, ich habe gesagt, das ist nicht, obwohl ich habe gesehen und in meinem Buch über Putin, ich schreibe über das übrigens, dass die Erweiterung der NATO ist ein Problem für Russland. Man hat tatsächlich anfangs der 90er Jahren Russland belogen, tatsächlich. Man hat versprochen an Gorbatschow, dass UNO wird sich nicht erweitern, obwohl es gibt kein schriftliches Abkommen. Das war ein Versprechen, oder? Und das haben wir nicht eingehalten. Aber das ist nicht so das Problem, wissen Sie. Als das erste Land der NATO, der so nah zu der damals Sowjetunion gekommen ist, war Türkei in 1952. Natürlich, die Sowjeten waren nicht zu sehr zufrieden, aber das hat nicht zu Krieg geführt. Was hat fast zu Krieg geführt? Das ist 10 Jahre später, in Anfang der 60er Jahre, als die Amerikaner Nuklearraketen in Türkei installiert haben. Und als Antwort haben die Sowjets Raketen in Kuba installiert. Die Raketen in Kuba waren nur eine Antwort auf die Installation von Nuklearwaffen an ihrer Grenze in der Türkei. Und die Krise in Kuba hat fast zum Krieg geführt. Ende der 90er Jahre, als die baltischen Staaten der NATO beigetreten haben, waren die Russen nicht sehr zufrieden. Aber das hat nicht zu Krieg geführt. Das hat auch nicht zu großen Problemen geführt. Was zu Problemen geführt hat, ist, wenn die Amerikaner haben Anfang der 2000er Jahre, die haben alle Verträge und Abkommen, die während der Kalten Krieg unterzeichnet worden sind über Nuklearwaffen, die haben die langsam alles verlassen. Mit dem Resultat, dass die Amerikaner haben angefangen, Raketenwerfer, die Idee war, antiballistische Raketen zu installieren in Polen und in Rumänien, aber tatsächlich in der Tatsache, obwohl offiziell es heißt antiballistische Raketen, aber die Tatsache ist, dass diese Werfer können auch Nuklearwaffen schießen und man weiß nie genau, was im Werfer steht. Das heißt, für die Russen, das ist eine Unbekannte und deshalb müssen
Das ist plötzlich eine Sorge geworden. Deshalb ist, als in der Sicherheitskonferenz in München 2007 hat Putin seine berühmte Rede gemacht, scharf gegen den USA, weil es ging um diese Stationierung oder potenzielle Stationierung von Nuklearwaffen. Und merken Sie, dass im Mai dieses Jahres, also am 25. Mai, hat Al Jazeera gemeldet, dass Minsk und Moskau haben ein Abkommen unterzeichnet für die Stationierung von russischen Nuklearwaffen in Belarus. 25. Mai 2020. Und das ist klar, das ist das Problem. Eine Woche später haben die Amerikaner gesagt, die sind bereits bedingungslos mit den Russen zu verhandeln über die Nuklearwaffen. Alles, was die in den 10 vorherigen Jahren nicht wollten machen, plötzlich, die wollen das tun. Das heißt, hier, das Problem ist nicht unbedingt NATO als solches. Übrigens, wenn Sie gut überlegen, obwohl NATO-Länder sind mit auf verschiedenen Niveaus, die tragen bei in Ukraine, NATO als Organisation ist nicht unbedingt eingesetzt, oder? Man muss auch klar das sehen. Ich bin nicht ein Befürworter von NATO, aber man muss die Sache richtig schauen. Das sind schon NATO-Länder, aber nicht unbedingt NATO als Organisation. Übrigens, man muss auch nicht vergessen, dass NATO ist eigenartig als Organisation. Wissen Sie, wenn man von EU spricht, dann hat man ungefähr 30 Länder und die sind alle gleich. Das heißt, die entscheiden zusammen. Wenn Sie in der UNO sind, da gibt es natürlich den Sicherheitsrat mit den 5 Permanente, die 5 P. Die haben Vorrang, also Vetorecht, aber im Grunde genommen UNO entscheidet. Das ist UNO. Alle sind gleich, mehr oder weniger. Aber in der NATO, das ist anders. NATO wurde geschaffen im 1949, um die europäischen Länder unter den Nuklearschirm der USA zu sein. Das heißt, in der NATO, egal wie Sie die Organisation anschauen, es wird immer die USA Vorrang haben, weil das ist das A und O der NATO, das ist die Nuklearmacht und nur die Amerikaner haben die. Natürlich, die Franzosen haben die eine eigene, aber das ist nur für Frankreich. Oder? Die Franzosen werden nie ihre Waffen für, sagen wir, Deutschland benutzen. Das ist nur für Frankreich. Aber die Amerikaner sind bereit, ihre Waffen zugunsten von verschiedenen NATO-Mitgliedern zu benutzen. Das stellt natürlich gewisse andere Probleme, weil nachher die Russen können natürlich auf Washington antworten, aber das ist jetzt, wir werden nicht über das reden. Aber das ist wichtig zu verstehen, dass NATO in Ukraine-Konflikt als Organisation ist nicht unbedingt das Hauptproblem für die Russen. Übrigens, Mitte Mai 2021 haben die Russen Vorschläge gemacht, beide an NATO und an den USA, um die Problematik der Stationierung der Truppen, Stationierung von Raketen und so weiter in Europa zu lösen. So, für die Russen dieses Problem, das Problem der NATO, der Erweiterung der NATO, Stationierung von Waffen und so weiter, das sind Probleme, die diplomatisch lösen sein könnte. Aber jetzt fangen wir mit Problemen, die mehr, sagen wir, härter sind, sagen wir mal. Und zwar der NATO-Beitritt der Ukraine. Und hier, es geht nicht nur um der NATO-Beitritt als politische Angelegenheit.
Aber es geht um etwas anderes. Ukraine seit 2014 fühlt sich im Krieg gegen Russland. Das heißt, wenn Ukraine tritt in der NATO, NATO hat ein Mitglied, der bereits im Krieg ist. Das heißt, dass für die NATO der oder das Risiko, ich sage mal das, das Risiko, den Artikel 5 zu rufen, ist sehr hoch. Deshalb die Amerikaner und nicht nur die Amerikaner, aber sehr viele europäische Länder sind nicht so begeistert, die Ukraine in der NATO zu haben. Übrigens, das ist genau, was Zelensky im März letztes Jahr gesagt hat. Als er, und das wurde vom CNN berichtet, er hat gefragt und man hat ihm gesagt, ja, Mitglied der NATO werden Sie nicht werden, oder? Aber wir werden das so sagen, einfach. Und das ist genau, was passiert jetzt. Ich erinnere, dass der NATO-Gipfel wird nächste Woche passieren. Und jetzt, Zelensky weiß, dass die NATO trotz aller Versprechen, er wird nicht NATO-Mitglied sein. Und das erklärt gewisse Sachen. Das erklärt zum Beispiel auch die Angelegenheit, ich kann das vielleicht in den Fragenstellungen später beantworten, aber Saporoji-Sache und so weiter. Aber das ist ein Problem für die Ukraine. Und grundsätzlich kann Ukraine das Problem lösen, nur indem Russland keine Bedrohung sein wird. Das heißt, wenn Russland zerstört wird, am Boden ist, unfähig, einen Krieg zu führen, dann könnte Ukraine NATO-Mitglied sein. Das tönt verrückt, aber das ist nicht so. Leute denken das. Und da werde ich hier ein Interview, das ist ein Ausschnitt, ungefähr anderthalb Minuten, ein Interview von Alexei Arestovich. Alexei Arestovich ist der Hauptberater war bis Februar dieses Jahres, war Hauptberater von Zelensky, sehr enger Freund von Zelensky und einer der aktivsten in der Zelensky-Regierung. Jetzt sehen Sie, was er sagt. Der Ton ist auf Russisch, aber die Untertitel sind wichtig. Sehen Sie, er sagt, mit 99,9% Wahrscheinlichkeit, die Kosten für Ukraine in der NATO beizutreten, ist ein Krieg mit Russland. Das heißt, die müssen, und das ist genau, was er sagt, wir müssen einen Krieg mit Russland haben, um einen Sieg gegen Russland zu haben. Und so können wir dann, es wird kein Problem mit Artikel 5 und so weiter, und dann können wir diesen Krieg. Und dann beschreibt da dieses Krieg, übrigens, er ist Militär ursprünglich und die Stabsübungen haben schon die Attacke von Russland, von Ukraine durch Russland schon modellisiert. Und das ist genau, was er beschreibt hier. Ich will nicht in Detail gehen, das beschreibt ziemlich genau, was wir letztes Jahr gesehen haben. Wichtig ist, das ist jetzt, was kommt jetzt. Wann wird das heißen? Irgendwann am 2021, 2022. Das heißt, man musste einen Krieg haben und wir werden dieses Krieg haben. Jetzt, wie einen Krieg so zu haben, werden das noch sehen. Weil das ist genau, was man, und das ist auch eine Aussage von der ukrainischen Verteidigungsminister, das ist vor drei Wochen erschienen in der Presse, in Foreign Affairs. Und er hat gesagt, oder, als er Waffen gefragt hat, man hat gesagt, jetzt fertig mit den Waffen, bitte graben Sie Schützengraben aus und töten so viele Russen wie möglich.
Es geht um das. Und es geht um das, weil es muss eine russische Niederlage kommen. Wie das kommt. Ich werde das in Detail, jetzt kommen wir tatsächlich in der harte Teil des Problems. Wir haben gesehen, dass die Russen betrachten, die NATO-Erweiterung, alles das, das sind Sachen, die diplomatisch lösend sein könnten. Aber es gab ein Problem, der niemand erwähnt hat in Europa, in Westeuropa, das ist das Problem der Bevölkerung in Donbass. Und das hat eigentlich angefangen im Februar 2014 mit der Aufhebung der Kiwalow-Kolinschenko-Gesetzes über die Amtssprachen. Das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt waren Russisch und Ukrainisch nicht mehr auf die gleiche Werte oder Stelle. Ukrainisch war die offizielle Amtssprache und Russisch war nicht verboten, sehr wichtig zu sagen. Sehr viele haben gesagt, die Ukrainer haben das verboten. Das stimmt nicht, das war nicht verboten, sondern nicht mehr als Amtssprache, das heißt in der Schule oder in der Verbindung zwischen der Bürger und die Verwaltung und so weiter. Das ist nicht mehr Russisch, das ist Ukrainisch. Und diesen Datum ist sehr wichtig, weil man hat gesagt, dass Russland hat nicht Krieg angefangen letztes Jahr, sondern eine Sonderoperation angefangen. Weil für die Russen den Krieg hat dann im Februar 2014. Und warum das? Weil die Aufhebung dieses Gesetzes hat natürlich Auswirkungen, die man in unserer Presse nie gesehen haben. Aber tatsächlich, was passiert ist, dass in der ganzen Süden des Landes, man hat Demonstrationen gehabt. Und da haben sie die Zahlen, das ist die Ortschaften, das ist nicht Anzahl Leuten, das ist die Ortschaften. Das heißt, in diesem Gebiet hier, sie haben ungefähr mehr als 10.000 Ortschaften, wo die Leute demonstriert haben und so weiter. Sie haben ein bisschen in Kiew gehabt, aber sonst im Rest der Ukraine fast nichts, aber vor allem hier. Das heißt, dass die Hälfte des Landes war im Prinzip gegen diesen Entscheid. Und als Vergleich habe ich hier in Gelb markiert, das ist, wo die Russen heute sind. Und deshalb sehen Sie, dass wo die russischen Truppen sind, die sind im freundlichen Gebiet sozusagen. Das sind Leute, die im Prinzip pro-russisch sind. So, es gibt, ich will jetzt nicht Aussagen machen bezüglich Kriegsverbrechen und so weiter, weil das passiert immer und die Russen wie die Ukrainer haben das sicher gemacht. Aber die Aussage damit ist, dass die Russen sind nicht unbedingt gegen die Ukrainer und vor allem nicht gegen die Ukrainer in dieser Zone, weil das sind eben die Ukrainer, die hier für Russen sind. Aber gut. Was man nicht gesagt hat in unseren Ländern, ist, dass damals in 2014 ganz kurz, man hat nicht nur zwei autonome Volksrepubliken gehabt, sondern fünf. Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkov, Donetsk und Lugansk. Und alle diese Kräfte haben sie geeinigt, ganz kurz, vielleicht ein paar Wochen, unter der Flagge der Novorossija. Und das wurde natürlich brutal bekämpft von der neuen Regierung in Ukraine. Und am Schluss sind nur die zwei selbstproklamierten Republiken von Donetsk und Lugansk. Aber da sind wir im 2014, oder? Das heißt, während alle diese Jahren, man hat vom Anfang 2014 bis 2015, es hat wirklich fast einen Bürgerkrieg gehabt. Aber davon haben wir kaum gesprochen in unseren Ländern. Man hat gesagt, die Russen sind drin.
Aber wenn man die Presse anschaut, das ist Deutsche Welle in, auf Ukrainisch, oder? Und da auch Deutsche Welle, erstaunlicherweise übrigens, hat dann gesagt, die Ukraine kämpft nicht gegen reguläre russische Streitkräfte. Es waren keine russischen Streitkräfte in Ukraine. Auch im Kiew Post, das ist in Oktober 2015, gerade nach der Unterzeichnung von den Minsker Abkommen übrigens, da der SBU, das ist der interne Sicherheitsdienst von Ukraine, und die sagen, laut dem SBU waren seit Beginn des Konflikts nur 56 Russen an Militäraktionen gegen Ukraine beteiligt. 56, nicht alle russische Armeen, wie man das gesagt hat. Und übrigens, das wurde bestätigt durch den Stabschef der Ukraine. Und er hat in einer Pressekonferenz, hier haben wir den Ton nicht, aber er spricht auf Ukrainisch sowieso, aber er sagt, dass wir, die ukrainische Armee kämpft nicht gegen reguläre oder Truppen der Russland, russische Truppen. Aber es gibt einige einzelne Kämpfer, die aus Russland, wie man übrigens in der Schweiz während des Balkankriegs, man hatte, Sie wissen, dass der Schweizer Soldat hat seine Bewaffnung zu Hause, oder? Und einige Soldaten waren während dem Balkankrieg, haben das Sturmgewehr und einige Munition im Autokoffer geladen, und die sind während dem Wochenende in Bosnien gewesen, haben geschossen und sind zurück am Montag. Und das ist ungefähr, was man erlebt hat im Donbass im 2015 und auch die Jahre nachher. Übrigens, alle diese Freiwillige waren das Kern sozusagen der Wagner-Truppe. Das ist, warum Wagner entstanden ist. Das sind diese Freiwillige, die als Einzelkämpfer in Donbass gegangen sind. Nachher einige Leute, nicht nur Prigozhin, auch Leute haben das sich organisiert, oder? Und haben da Privatfirmen kreiert. Aber gut, das ist eine andere. Übrigens, wenn Sie sehen, das ist die Karte, die im Dezember 2021 von der CIA gemacht worden ist, das ist gerade 2 Monate vor der russischen Operation. Und die CIA hat eine Karte gemacht mit die Stationierung von russischen Truppen um Ukraine. Und sie haben da Truppen in Krim, das ist klar. Krim war betrachtet denn zumal als russisches Territorium, deshalb sind Truppen drauf. Auf russische Territorium, aber keine im Donbass. So, alle Leute, die sagen, ja, es sind Truppen im Donbass gewesen, das ist falsch. Ich kann nicht ausschließen, dass es einige Militärberater waren, dass es mit Material geschickt worden ist, das ist sicher so. Aber Truppen nicht. Der Fall der Krim ist auch interessant, weil das wird immer gesagt oder zitiert, als der Hauptelemente der Verletzung des internationalen Rechts von Russland. Was man nicht sagt, kein Historiker übrigens, ist, dass im Januar 1991 hat die Krim-Bevölkerung ein Referendum gemacht, um unabhängig von Ukraine zu werden. Und das ist jetzt der Abstimmzettel. Und so übersetzt ist: Befürworten Sie die Wiederherstellung der autonomen sozialistischen Sowjetrepublik Krim als Subjekt der Sowjetunion und Mitglied des Unionsvertrags? Wiederherstellung, warum? Weil am Ende des Zweiten Weltkriegs, das war in 1945, Krim war eine autonome Republik, und die war nicht Teil der Ukraine. Übrigens hat Khrushchev Krim an Ukraine im 1954 gegeben, sozusagen. Aber vorher, die Krim war selbstständig.
Und das ist nachher hat man dieses Referendum gehabt. Und wenn dieses Referendum erfolgen ist, das ist Januar, 20. Januar 1991, war Ukraine noch nicht unabhängig. Das Referendum in Ukraine ist im August 1991 gekommen und die Unabhängigkeit Ukraine ist im Dezember, fast 10 Monate später gekommen. Das war, Krim war, oder die Krim-Bevölkerung fühlte sich gar nicht beteiligt, also der Teil der Ukraine. Und nach der Abschaffung der Sowjetunion, da hat es angefangen, ein Streit zwischen Krim und Ukraine und so weiter. Und das hat geführt zu 1994, wann die Regierung von Kiew hat das Grundgesetz von Krim abgeschafft, das heißt gewaltsam abgeschafft, und der Präsident der Krim gewaltsam abgestürzt mit Special Forces. Das ist der Grund, warum die Krim-Bevölkerung fühlt sich gar nicht ukrainisch. Und wenn in 2014 die Probleme entstanden sind, mit allen Demonstrationen und so weiter, wegen der Problematik der Amtssprache, dann haben die Behörden vom Krim haben gesagt, ja, wir nehmen da die Gelegenheit, nochmals ein neues Referendum zu machen, um die wieder zu Russland abhängig von Moskau zu werden und nicht mehr von Kiew. Und das ist, was passiert ist. So, man kann natürlich streiten über alle diese Elemente, aber wenn man sagt, dass Ukraine tatsächlich, also dass Krim tatsächlich ukrainisch ist, da muss man tatsächlich das mit ein bisschen Salz genießen. Und übrigens, in den Unruhen, die im Februar 2014 passiert sind im Krim, man hat von den sogenannten kleinen grünen Männern gesprochen, oder diese kleinen grünen Männer, das sind Soldaten ohne Abzeichen. Und natürlich, man hat gesagt, ich habe vor ein paar Wochen einen Bericht gesehen auf dem französischen Fernsehen, die sagen, die Russen haben Soldaten gebracht da im Krim. Das stimmt nicht. Auf der Krim, denn zumal laut dem Vertrag zwischen Russland und Ukraine, Russland war berechtigt, bis zu 25.000 Soldaten im Krim zu haben. Als die Unruhen entstanden sind, hatten damals die Russen ungefähr 20.000 Soldaten, so gemäß Vertrag mit Ukraine. Dieser Vertrag, das ist ein technisch gesagt, das ist ein Status of Force Agreement, so anders gesagt, ein SOFA. Laut diesem SOFA, diese Soldaten waren berechtigt, im Krisenfall ihre Basen zu verteidigen. Das heißt, die waren berechtigt, außerhalb der Basen zu gehen, um die Base zu verteidigen. Und waren auch berechtigt, den Flughafen zu besetzen, um eine Flugverbindung mit Russland zu gewährleisten. Und das ist genau, was die Russen gemacht haben dann. Dazu, als die Unruhen haben sich verschärft, hat Putin bewilligt, dass die Soldaten würden eingesetzt, um die Parteien zu trennen, dass es nicht zu gewaltsamen Aktionen entwickelt. Aber das ist nicht nur das. Die grünen Männer waren nicht diese Soldaten. Die grünen Männer waren einfach ukrainische Soldaten, weil auf der Peninsula damals waren 22.000 ukrainische Soldaten stationiert. Ganz normal, das war denn zumal ein ukrainisches Territorium, oder?
Aber diese Soldaten waren hauptsächlich aus der russischen Minderheit. Das heißt, sobald die Unruhen gekommen sind, diese Soldaten haben einfach Seiten gewechselt. Und das ist auch nicht meine Erfindung, sondern das wurde von einem Ivan Vinnik da, das ist ein Parlamentarier vom Ukraine, er hat das selber festgestellt, oder dass die 20.000 aus den 22 Militär der Ukraine sind zu den Russen gegangen. Das sind die kleinen grünen Männer, weil diese Soldaten haben natürlich ihre Abzeichen weggerissen, um mit den russischen, ihre russischen Kollegen sozusagen auf ihrer Seite zu sein. So, das ist die Lage im Krieg. Deshalb, alles ist nicht so scharf, schwarz, weiß, wie unsere Presse dargestellt hat. Und so, man kann ein bisschen auch, weil es gibt ein wichtiges Element in der Problematik der Schutz der Bevölkerung, das sind die, ich will nicht alles im Detail geben, wichtig ist vielleicht von diesem Vorgang, dass im Februar 2015 wurden die Minsker Abkommen, Minsk II, wurde unterzeichnet und dieses Abkommen wurde als UNO-Resolution gegeben. Wichtig ist zu wissen, dass das Minsk-Abkommen wurde zwischen Kiew und die autonomen Republiken unterzeichnet. Und ich sage autonome, obwohl in unserer Presse wird immer vom Separatismus diese Volksrepubliken, Donetsk und Lugansk, wollten nicht aus der Ukraine. Und im Minsk-Abkommen steht wörtlich, dass diese zwei Republiken sollten innerhalb von Ukraine bleiben, oder? Und sogar die Ortschaften wie Lugansk oder so im Minsker Abkommen werden auf Ukrainisch geschrieben. Das heißt nicht Lugansk, sondern Luhansk. Das heißt, die Minsker Abkommen war tatsächlich ein Autonomievertrag und nicht ein Separatismusvertrag. Das ist wichtig zu verstehen. Aber das sind nicht nur diese drei, das heißt Kiew und Volksrepublik Donetsk, Lugansk, das sind die Unterzeichner. Und dazu sind Garantieländer gewesen. Auf Seite Kiew sind Deutschland und Frankreich gewesen und auf Seite der Volksrepubliken war Russland. Dazu, als dieses Abkommen, das gleiche Abkommen, oder, wurde als UNO-Resolution angenommen, dazu Großbritannien, China, USA sollten auch die Umsetzung dieses Vertrags unterstützen. Und das haben wir nichts gemacht. Und dann wurde den Fall der, das ist jetzt der Hintergrund. Und dann ist Herr Zelensky gewählt worden im April 2019. Und Zelensky ist gewählt worden mit einem Programm, der ein Friedenabkommen oder eine Rekonziliation, ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, das ist vielleicht mehr Französisch als Deutsch, eine Versöhnung zwischen Russland und Ukraine. Und deshalb hat er so viele Unterstützung gehabt. Und das war recht so. Aber es waren auch andere Leute, die um Zelensky waren. Und im Mai 2019 hat Dmitri Jarosch hier ist heute Leiter der unabhängigen oder freiwillige ukrainische Armee. Das ist eine Separatarmee heutzutage in Ukraine, die separat von der ukrainischen Armee arbeitet. Die ist nicht dem Ministerium unterstellt, die ist total selbstständig. Das ist der Rechtsextremisten, tatsächlich. So, das kann man nicht anders sagen. Sie ist tatsächlich Rechtsextremisten. Und als
Zelensky gewählt worden ist, die haben gesagt, wenn er sein Programm implementiert, wir töten ihn. Und das erklärt, warum Zelensky hat im Prinzip sein Programm nie richtig gemacht. Und der Krieg ist weitergefahren. Und nachher hat man gelernt, im Juli letztes Jahres von Poroschenko, dass er nie im Sinn gehabt, den Minsker Abkommen umzusetzen. Das Gleiche hat man im November letztes Jahr von Frau Angela Merkel gehört, in die Zeit. Nachher hat man das von François Hollande, der französische Präsident oder ehemalige französische Präsident, hat genau das Gleiche gesagt. Und nachher Zelensky selber Anfang dieses Jahres hat gesagt, er wollte nie die Minsk-Abkommen umsetzen. Das ist jetzt das neue Bild, das man hat. Oder? Die Abkommen waren das Hintergrund und jetzt merkt man, dass auf westlicher Seite sozusagen niemand wollte diese Abkommen umsetzen. In der Zwischenzeit, ihr werdet das nicht lesen, aber in der Zwischenzeit, man hat Menschenrechteverletzungen in der Ukraine. Man kann sagen, auf beiden Seiten. Okay, das ist sicher so. Aber das Problem ist, dass in Russland seit die Abschaffung der Sowjetunion und die Entstehung von neuen Ländern, baltische Staaten und so weiter, Belarus und so weiter, aber Belarus ist weniger ein Problem, aber baltischen Staaten, Ukraine hauptsächlich, aber auch Georgien, diese neuen Regierungen waren extrem nationalistisch. Und die Russen, die ethnischen Russen, die in diesen Ländern geblieben sind, waren benachteiligt durch Gesetz und durch verschiedene Maßnahmen und so weiter. Und Russland, das heißt nicht nur die Regierung, sondern auch die Bevölkerung in Russland, hat immer große Bedenken und große Mitleid mit diesen Leuten. So, die haben diese Menschenrechtsverletzungen sehr stark empfunden in Russland. Wir werden das nicht im Detail, weil, wie gesagt, das ist auf beiden Seiten passiert, aber das erklärt ein bisschen, wie die Russen das Problem aus Russland empfinden. Und dann, man hat im März, und da haben unsere Medien gar nicht davon gesprochen, im März 2021 hat Volodymyr Zelensky entschieden, er hat ein Dekret erlassen für die Wiedereroberung von Krim und der südliche Teil des Landes. Und seit diesem Zeitpunkt hat man einen Aufbau der militär-ukrainischen Streitkräfte im Donbass-Gebiet und den ganzen südlichen Teil der Ukraine. Das ist der Grund, warum im Frühling 2021 haben die Russen auch auf ihrer Seite angefangen, Truppen zu verlegen an der Grenze. Weil man wusste, dass die Ukrainer wollten wieder Krim und die südliche Teil des Landes wieder in Besitz nehmen. Und das könnte nur militärisch erfolgen. Und das ist jetzt, das sind die Elemente. Jetzt, man hat auch Beobachtungen gemacht. Und zwar hier, das sind Zahlen, ich habe diese Darstellung, das ist meine Darstellung, ich habe das angepasst, aber die Darstellung habe ich genommen von der International Crisis Group und so, dass alles klar sein. International Crisis Group ist finanziert durch George Soros. So, das ist kein Freund von Russland. Und da ist es interessant zu sehen. Sie sehen diese ab März 2021, man hat diese Zunahme der Explosion, das heißt die Artilleriefeuer gegen Donbass. Das ist gerade nach dem Erlass von Zelensky. Und das hat bis die ganze Jahr 2021 gedauert. Das war eine kleine Pause Ende des Jahres, Anfang 2022.
Und plötzlich hat es wieder angefangen, und zwar massiv. Und dann haben die Russen gesehen, jetzt, es gibt eine Offensive. Und jetzt müssen wir die Bevölkerung schützen. In der Zwischenzeit, das ist auch etwas, das unsere Medien gar nicht berichtet haben. Im 1. Juli 2021 hat die Ukraine ein Gesetz adoptiert über die autochthonen Völker von Ukraine. Man muss nicht das eins zu eins vergleichen, aber der Geist ist das gleiche. Für die Nürnberg-Gesetze von 1935 kennen aus der Geschichte, das ist die gleiche Idee. Das heißt, die Leute werden Rechte genießen, nicht gemäß was sie tun, sondern gemäß was sie sind. Und das ist so, die zwei Gesetze sind nicht vergleichbar. Das kann man nicht direkt, das hat nichts zu tun. Die Nürnberg-Gesetze waren wegen die Juden und so weiter. So, ich bin auch kein Historiker, ich will das nicht diskutieren. Und hier, es geht um etwas anderes. Aber das war die Idee, dass die Russen genießen nicht die gleichen Rechte als die anderen, nur weil sie Russen sind. Und übrigens, der nächste Tag, am 2. Juli, hat dieser Parlamentarier aus der offiziellen Partei von Zelensky hat gesagt, die Russen sind kein autochthones Volk im Sinne des Gesetzes und werden daher nicht in den vollen Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten kommen, die im Völkerrecht festgelegt und in der Verfassung und den Gesetzen der Ukraine verankert sind. So, man wusste, dass eine Ungleichheit besteht zwischen Leute aus russischem Ursprung und die anderen. Man kann in Detail, ich will nicht in Detail diesen Gesetze gehen, ich kann in der Frage, aber das ist die Idee und das ist ziemlich brutal, meine ich. Und das erklärt auch die Perzeption des Problems aus der Seite der Russen. Übrigens, Sie merken, dass ich zitiere fast nur ukrainische Quellen. Und das erklärt auch, das ist eine interessante Studie, das ist eine zweiteilige Studie, oder Umfrage, die wurde vom Kiew Institut für Soziologie, den ich vorher erwähnt habe, über die Verteidigungswille der Ukrainer. Und es war eine Umfrage im Dezember 2021 und eine Umfrage im Februar 2022. Und es ist interessant zu merken, dass in den östlichen Gebieten, im Rot, das sind die Gebiete, die heute von Russland besetzt werden. Die Umfrage wurde in diesem Teil gemacht, das heißt die beiden Volksrepubliken plus Kharkov. Und dann im Süden, das ist Odessa bis hier, Dnipropetrovsk. Diese ganze Gebiet, Zaporozhye und so weiter, Cherson. Und Sie sehen, dass die Verteidigungswille in dieser Zone, obwohl die Umfrage betraf nicht die unabhängige oder sogenannte autoproklamierte Volksrepubliken, nur 5% der Bevölkerung wollte sich verteidigen gegen die Russen. Hier, das ist ganz anders. Und das erklärt übrigens, warum heute die Russen wollen nicht unbedingt nach Westen marschieren, weil die wissen, dass der Widerstand wird tatsächlich größer sein als in diesem Gebiet. So, das zeigt ungefähr die Lage. Und man sieht hier, dass das Land Ukraine war tatsächlich geteilt zwischen zwei Bevölkerungen sozusagen. Und dann eben Anfang Februar hat es angefangen tatsächlich mit der Zunahme der Artilleriefeuer gegen Donbass. Und das hat geführt dann zum Entscheid der Russen zu intervenieren.
Und dann, man kann dieses Vorgang so bezeichnen, das ist sehr klein geschrieben, das spielt keine große Rolle, im Sinn, dass ich will einfach das Vorgang zeigen, dass wir hatten zwischen 2014 und 2022 ungefähr 10.000 Tote im Donbass. Alle diese Toten waren Bürger von Ukraine, das heißt, die Regierung schießte gegen ihre Bevölkerung, im Grunde genommen. Man hatte das Erlass von Zelensky im März 2021, dann Intensivierung der Beschüsse, der Artilleriebeschüsse gegen Donbass, die zweite Intensivierung im Februar. Und das hat dazu geführt, aus der Sicht der Russen, dass die Russen müssen dann das Prinzip des Schutzverantwortung benutzen. Was ist Schutzverantwortung? Auf Englisch, das heißt Responsibility to Protect. Und er war zwei Jahre zuständig für die Doktrin der Friedensoperation in der UNO in New York. Und das war einer meiner Hauptgebiete, das ist der Schutz der Bevölkerung. Und R2P ist ein Prinzip, der offiziell in der UNO eingenommen worden ist, in 2005. Und das betrifft eben den Schutz der, die Schutzverantwortung der Bevölkerung. Was heißt das konkret? Schutzverantwortung enthält drei Säulen. Erste Säule, das ist die Verantwortung jedes Staates, seine eigene Bevölkerung zu schützen. Und hier, man sieht das mit 10.000 Toten in Donbass, das war nicht erfüllt. Die zweite Säule war die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, Ukraine zu unterstützen. Das war die Rolle der Minsker Abkommen. Und das wurde auch nicht erfüllt. Die dritte Säule ist das Recht der internationalen Gemeinschaft zu intervenieren, wenn die andere Säule nicht funktionieren. Und das ist genau, was die Russen gemacht haben, mit die haben aufgerufen den Artikel 51 der UNO-Charta. Dann gibt es da gibt es dieses Bildes. Die Legitimität wurde durch die Schutzverantwortung gegeben. Das ist einfach Legitimität. Schutzverantwortung ist nicht rechts für sich, das ist ein Prinzip. Und dann haben die Russen mit den Volksrepubliken so geführt. Das ist das ganze Vorgang. Am 21. Februar Anerkennung der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. 22. Februar die Ratifizierung dieser Verträge. 23. Februar haben die zwei Republiken um Hilfe gefragt und Russland hat Artikel 51 der UNO-Charta erwähnt und dann hat man die Auslösung der Sonderoperation. So ist das. Und ich will nicht zu viel in Detail, weil ich bin schon viel gesprochen. Und ich werde hier alle Fragen beantworten. Aber das zeigt, dass man kann diesen Konflikt nicht nur schwarz-weiß, wie unsere Medien das zeigen, aber man muss das auch von einer anderen Perspektive anschauen. Und dann sieht man, dass es ist schwer zu bestimmen, wer der Gute oder der Böse ist. Es wird tatsächlich schwierig, das zu sagen. Und das sollte uns helfen, in eine Lösung zu finden, weil es gibt nicht eine Lösung, wo man sagt, die Russen müssen verlieren. Das kann nicht sein. Und ich möchte hier zum Schluss dieses Zitat von Peter Maurer, das ist ein Freund von mir, er war mein Vorgesetzter im Außenministerium in der Schweiz und ist Freund und er ist in der Zwischenzeit Präsident des IKRK, also Internationaler Komitee des Rotes Kreuz in Genf. Und er hat das gesagt bezüglich der Konflikt in der Weltwoche, hat er das so gesagt über den Konflikt in Ukraine. Kriege werden nicht durch die Zuschreibung wie gut und böse beendet, sondern durch die konkrete Versöhnungs- und Vermittlungsarbeit.
Wir danken Ihnen sehr, lieber Herr Bo, für diesen faktenreichen Vortrag.